So, und da sind wir schon wieder. Heute mit ein bisschen Aufbau. Gibt heute weniger zu lachen. Also zumindest für die Leute, die gerne über mich lachen. Herzlich willkommen und moin moin zu einer weiteren Folge Satisfactory. Wir stehen hier erstmal bei der MAM, beim Awesome Shop und werden erstmal anfangen, heute direkt ein bisschen zu shoppen. Dazu gehören zum einen die Fließband-Wandhalterung und. Hab ich die schon? Die habe ich auch noch nicht. Wir haben mittlerweile nämlich 6 Stück zusammen und die hätte ich eigentlich auch noch ganz gerne, aber soweit sind wir leider noch nicht. Deswegen soll ich sagen, den Rest schmauen wir noch ein bisschen zusammen, wa? Hier Deko, oh, da braucht man ja irre viel für. Meine Fresse. Ja, das kann mal schön laufen. Und brauchen wir noch irgendwas Wichtiges? Nö, eigentlich nicht, ne? Ich weiß auch gar nicht, warum ich die hier kaufen sollte. Ich meine, die habe ich alle. Aber okay. Ist halt wie es ist. Und ich würde sagen, wir kaufen den Spaß erstmal. Damit haben wir jetzt erstmal die schicken Säulen. Die habe ich mir schon lange gewünscht. Und noch was viel Wichtiges. Wir können jetzt hier die coolen Sprungstelzen bauen. Die Forschung ist nämlich fertig. Und ich würde sagen, das machen wir dann erstmal. Es ist zwar noch kein Jetpack, aber ich habe mir sagen lassen, die sollen ganz cool sein. Und deswegen probieren wir die doch mal aus, ne? Zack, ab an Buddy. Oh ja. Man springt weit höher und weit weiter. Und kein Drop Damage, habe ich das Gefühl. Oh ja, das gefällt mir. Ja, was ist seit dem letzten Mal passiert? Tatsächlich gar nicht viel. Ich habe hier nur noch mal so ein bisschen Vorbau drauf gesetzt. Ne, sodass das hier jetzt so ein kleines Vordach ist. Und heute werden wir vor allem hier oben erstmal das Dach drauf ziehen. Ich habe hier übrigens auch meine schönen Taskleisten unten, könnt ihr sehen. Endlich mal fertig gemacht. Beziehungsweise habe ich gleich den Tag noch fertig gemacht, weil ich mich wie Bolle gefreut habe. So, wir werden hier tatsächlich eine Etage höher bauen, weil ich hier später noch ein Förderband durchziehen will, um die ganze Produktion nach da hinten zu bringen. Das werde ich quer durch alle Hallen ziehen und werde mal schauen, ob mir das dann letztendlich gefällt. Damit werde ich quasi so ein bisschen die Produktionsstraße hier lang bauen. So, hier läuft noch gar nicht, ne? Wir haben schon ganz viel Kupfer gemacht. Stimmt, das haben wir uns für diese Folge gespart. Na, wie irre. Aber erstmal setzen wir hier ein Dach drauf. Und dann gucken wir weiter. Ich hoffe, die Ressourcen reichen. Es könnte etwas knapp werden. Und der dusselige Schredder steht ja auch noch und macht das Bild ein bisschen kaputt. Aber gut. Kleinigkeiten, an denen wir uns jetzt nicht aufhängen, oder? Tut ja nun nicht Not. So. Rabimmel. Das ging doch mal ratzfatz, oder was? So, dann muss ich einmal hier. Ah, ich darf keinen angewählt haben, damit ich hier durch die Leisten scrollen kann. Das ist ein bisschen schade, aber gut. Das ist dann halt so. So, Decke drauf. Und dann ist unsere KI-Begrenzer-Produktion tatsächlich fertig. Soweit. Das ist doch herrlich. Zack, zack, zack. Oh, das wird tatsächlich eng mit dem Beton. Ich hätte gedacht, ich komme da weiter mit. Aber na gut. Zack, 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 zack. Zack, zack. Na, kommen wir damit hin? Echt gemessen, würde ich sagen. Beziehungsweise gerechnet. Obwohl wir bei der letzten Folge ja festgestellt haben, der Ragnar kann nicht so gut. Oh, shit. Okay, da konnte ich weiter springen, als ich gedacht hätte. So, die Halle sollte gehen. Bis hier tatsächlich. Ist ja ein Ding.
Da frisst schon wieder irgendein Tier die Reste von unserem Armbrotessen. Kann ja wohl angehen. Ach, jetzt komme ich ja hier hoch. Oh, wie gut ist das? So, dann einmal so. Und ich glaube, das werde ich mir noch umdrehen. Dass das andersrum kommt. Zack. Und dann ist Beton leider alle. Wie ärgerlich. Ob mir das so gefällt, weiß ich auch noch nicht. Dass das hier einfach so an der Seite dran gespackt ist. So richtig gefallen will es mir eigentlich nicht. So. Und tatsächlich möchte ich mir... Ach ja, jetzt kann ich ja hier hochspringen. Oh, wie gut ist das? Oh, die Sprungstelzen gefallen mir tatsächlich. Irgendwer hatte das in den Kommentaren erwähnt und meinte, ey, die wirst du gut finden. Wie auch immer du warst, hast recht. Finde ich echt gut. So, nehmen wir gleich noch ein paar Eisenplatten mit. Wir werden noch ein bisschen mehr bauen müssen. Wieso sind hier denn nur noch... Willst du mich rollen? Wieso kommst du denn hier nicht hinterher? Was ist denn dein Problem? Hier steht's? Na gut, wenn es hier steht. Wird da hinten wahrscheinlich auch alles voll sein, aber wurscht. Ich glaube, ich werde da mal hier ein bisschen verteilen, ne? Zack, 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 zack. Haben wir da ein bisschen was drüben. Und kann die Produktion auch komplett weiterlaufen. So. Beton haben wir auch bis zum Abwinken. Und dann machen wir gleich mal... Genau, und hier will ich halt die Zufuhrstraße machen. Für das Endlager. Endlager klingt auch böse, oder? So ein bisschen. So, klatschen wir da mal Fenster rauf. Oh, das sind keine Fenster. Das sind meine Fenster. Zack, zack, zack. Zack, dich löschen wir jetzt erstmal. Oh. Das war ungesund. Zack. Wie? Was kann ich denn hier jetzt nicht tragen? Auch das kriegen wir hin. Da... Also Beton kann ich gut verbauen. Bin ich Meister drin. Halt. Der war falsch rum. Das ist immer wieder verdreht, ey. Ich check's halt auch nicht. Was soll der Scheiß? So, hier machen wir ein Tor rein. Einfach damit man hier irgendwie auch rein und raus kommt. Ha, wie logisch das doch ist. So, da kommen untere Wände hin und dann kommt hier weiter. So. Na komm. Zack. So. Du noch. Und dann steht der Spaß. Wie gut. Und ich komme sogar rein und raus. Das gefällt mir. Ich könnte jetzt irgendwie noch hier drin, Weg nach oben wäre, glaube ich, gut, oder? Dass ich hier nicht immer außen rumrennen muss. Ich meine, wie oft renne ich da jetzt rein? Ja, scheißegal. Scheißegal. So, gehen wir mal in die Stromabteilung. Klatschen hier einmal fix Strom rüber. Zack. Es wird Licht. Und dahin und dann. Da hatten wir irgendwo ein Stromdings. Wo ist der Nupsi? Scheißegal, nehmen wir den. So, das geht auch. Und dann bekommt er hier, glaube ich, jetzt tatsächlich Strom. Warum ist denn da noch kein Kupferblech drin? Wie scheiße ist das denn? Ach, kann ich nicht rausnehmen, weil ich keinen Platz habe. Ach, was für ein Scheiß, ey. Oh, so. So, dann geht mal her. Du produzierst jetzt erstmal fleißig weiter. Damit der hier seinen Bedarf gedeckt kriegt. Der ist dann einmal komplett voll. Der da hinten produziert nochmal nach. Und dann würde ich sagen... Gib ihm! Du kriegst noch einen netten Container daran. Und dann steht die Hütte doch. Zack. Achso, ja, da muss ich mich dran gewöhnen, dass ich hier jetzt immer durchfuddeln muss. So.
Und dann dürften hier gleich die ersten KI-Begrenzer vom Band laufen. 5 Teile pro Minute. Tada! Das löppt. Und fertig. Sau gut. Wieso habe ich hier... Produziert ihr so wenig? 10 Teile. Ja, 25 brauche ich. Recht offensichtlich, ne? Okay, voll ausgelastet. Tibi-Tobi. Was will man mehr? Das löppt alles. So, dann wollte ich in dieser Folge noch, ich muss mich wieder sputen, ey, dieses halbe Stundengedöns, ne, gerne nochmal, nee, genau, als ich das, wenn ich das jetzt hier aufnehme, ist die Abstimmung der letzten Folge noch nicht durch, deswegen, müssen wir gucken, wie lang die Folgen jetzt werden, warte mal, nicht so hoch, ich glaube nicht, ne, also die nächste Folge wird dann entweder eine halbe Stunde oder eine Stunde lang. Das wird sich noch zeigen. Ne, aber die hier lassen wir jetzt erstmal noch bei einer halben Stunde. Ne? Zack, zack, zack. Boah, was soll denn das rumgedrehe, ey? Das ist doch scheiße. Dreht sich wieder. Was soll denn der Scheiß? Ist ja affig, ey. Ich wollte gerade sagen, da kann ich keine Dingswand hinsetzen. Ö. Ach Mensch. So ein kleiner Absatz, der fehlt. So. Zack, zack, zack. Dann haben wir hier gleich unser nettes kleines Biotop. Wir wollen ja ein bisschen Natur bewahren, ne? So ist ja nicht. Scheißegal, was Fixit dazu sagt. Oh, man sieht es einfach nicht. So. Abgesehen davon, dass ich hier voll den Rappel kriege mit dem Gebaue so. Ist doch scheiße. Zack. Zack, zack, zack. Guck mal hier, der einsame Baum da oben. Ich meine, wie gut ist das? So. Ein bisschen was sehe. Dann können wir hier oben drauf nämlich eigentlich auch schon wieder die nächste Fabrik bauen. Sodass unser Komplex hier langsam mal ein bisschen anwächst. Zack, zack, zack. Ich überlege, ob wir noch eine Tür reinbauen. Oder ob ich einfach nur sage, nö, ist ein Naturreservat und gut. Aber ist ja ein bisschen größer, ne? Könnte man so als Park machen. Überall auf dem Planeten ist Smog außer hier. Na das. Ey, warum switcht das immer um, ey? Das ist doch zum Kotzen. Das macht überhaupt keinen Sinn. So, warum müssen wir da noch kurz rauf? Irgendwie zumindest. So, Naturreservat. Es spiegelt alles wunderschön. Man kann nichts sehen, aber scheißegal. Moment mal. Das nervt mich hier, glaube ich, richtig, wenn ich das so lasse. Zack. 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 Ne, also so viel Zeit muss sein. So. Na komm. Vielleicht mache ich die noch grün. Das wäre auch was, oder? Kann man die Seiten unterschiedliche Farben geben? Das wäre ganz interessant. Da würde ich den Innenraum, glaube ich, die Innenseiten, glaube ich, am liebsten grün haben. So. Gleich geschafft. Endlich Natur. Dadurch und gib ihm hart. So. Bauen wir uns ein Treppchen hoch und dann passt das doch. Hier möchte ich das ungern machen. Ich glaube, hier werde ich Ressourcen noch mal ein bisschen abzweigen. Weil ich sonst hier auf der Strecke, glaube ich, nicht alles verbauen kann.
Was ist denn hier los? Ich habe doch hier Treppen irgendwo. Da. Bitte 5. Ach komm, das ist doch alles für ein Arsch hier. So. Und dann. Hoch mit dir. So und so. Und dann werden wir hier oben nämlich einfach so einen Rundweg machen. Einfach nur, weil wir es können. Ach komm. Wo ist denn der jetzt? Was, willst du mich rollen oder was? Das ist ja wohl ein Scherz. Zack, da rum. Und dann so einen daran. Was man nicht alles macht, um Quatsch zu haben. Aber naja. Zack, zack, zack. Gewi. Den kann man hier schön von oben rauf gucken. Ist das nicht toll? Wir werden das nie wieder brauchen. Und hier wahrscheinlich auch nie wieder langlaufen. Aber wir haben's. Falls ich irgendwann mal denke, ach ja, war das hier mal schön. Brauchen wir hier einen Weg runter? Ich glaube schon. Ach komm. Lecke mich doch. So, wo kommen wir da jetzt nach oben? Ja, aber weiter als ich wollte. Naja. Zack. So. Und dann ziehen wir da oben mal eine Decke rein. Zack. Die habe ich, glaube ich, noch nicht in die Fundamente mit reingenommen. Quatsch, Fundamente hier. Glas. Glas wollte ich da. So. Zack, zack, zack. So, jetzt können wir erstmal sicher stehen. Das ist doch mal ein Anfang. So, der Frank, der hier immer fleißig zuguckt, der weiß, Fundamente bauen kann ich. Wenn auch sonst nichts. Aber Fundamente ist mein Ding. Oh, wie scheiße ist das denn? Du blöder Baum. Na, wie nervig ist das denn? Eigentlich habe ich das so alles hier nur wegen dir gemacht. Weil hier noch ein einsames Bäumchen steht. Was ist das denn? Pillar Middle. Ah, stimmt. Ne, da muss da so ein Schornstein rein. Hilft ja alles nichts. Den muss ich dann irgendwie hier umbauen. Wie, das werden wir noch sehen. Zack, zack. Tja. Da muss ich der gute Ragnar wieder was einfallen lassen, würde ich sagen. Und schon ist der Beton wieder alle. Meine Güte. Ein teurer Spaß. Dann machen wir da oben gleich Stahlbeton, wenn wir das hier schon nicht machen können. Hui! Finde ich total gut, die Dinge. Noch nicht so gut wie das Jetpack, aber... Ach komm. Ich habe das Gefühl, ich renne schneller. Was ich hier grundsätzlich erstmal begrüße. Zack, einmal voll machen. Gleich nochmal ein bisschen Eisenplatten holen. Die ja hier nicht so richtig hinterherkommen, habe ich das Gefühl. Ich könnte das jetzt nochmal ausbauen, aber ganz ehrlich, habe ich keine Lust drauf. Absolut nicht. Er nimmt doch langsam Gestalt an hier. Sieht doch langsam richtig aus wie eine Fabrik. So. Ach ja. Zack. Hier müssen wir so hoch. Dann muss das einmal so. So leid es mir tut. Zack. Und die Fabrikarbeiter, die hier nicht arbeiten, gleich nochmal einen schönen Ausblick. So, ich hatte festgestellt, dass ich die hier nicht drin habe, ne? Dup-dum. Glass Foundation. Ich reiß hier jetzt einfach weg. Das ist mir sonst zu doof, ne? So. Zack, 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 zack.
Ich weiß noch nicht, ob ich damit schneller bin, aber gut. So. Und Glasrinnen. Zack, zack. Zack, 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 zack. So, wenn wir hier Kohle herstellen wollen, Stahlbeton herstellen wollen, dann müssen wir unten erstmal ordentlich Stahlbarren herstellen, ne? Dafür brauchen wir eine Gießerei und dann ein Konstruktor, wenn ich mich nicht irre. Wir gucken mal gerade. Ja, Stahlträger. Und der braucht 60 Stahlbarren pro Minute. Und ich meine, das waren dann 2 Gießereien. Ist halt auch so eine ganz strange Größe, ey. Geht das hier überhaupt? Nee. Wir stellen die mal so mittig hin hier. Ja. Packen wir die gleich nebeneinander. So, wenn du Stahlbarren machen sollst, brauchst du... Du haust 45 raus. Moment. Und du brauchst 60. Das heißt, wir müssen auf 120 kommen. Das heißt, wir brauchen sogar 3 Gießereien. Dann kommt halt noch eine dritte. Was wirst du machen? Hilft ja alles nichts. So, und die brauchen dann jeweils, ja, auch Stahlbahn, 45 Kohle und 45 Eisen. Das sollten wir ja da haben, ne? Das dürfte nicht das Problem sein. Da liegt eine ganze Menge. Das müssen wir hier nur irgendwie hochkriegen. Am besten so mittig gleich ran. Ich muss mal gerade was gucken. Lass ich die so stehen? Ja, ich lasse die erstmal so stehen. Und dann führen wir das. Hier kann ich nicht reinführen, weil da dieser blöde Knick ist. Also führe ich das doch einfach hier rein. Wo ich die Türen baue, weiß ich tatsächlich noch gar nicht, ob ich die vorne ran gleich haben will. Ich glaube, ach ja, hier ist die Wandhalterung. Schön. Fangen wir doch mal mit Wänden an. Wir brauchen 2 Eingänge. Zack. Und die laufen dann. Moment. Einmal, da weiß ich tatsächlich noch nicht, welche ich da habe. Das ist der Fusionator, das ist der Splitter. Sehr gut. So. Wird hier nicht angezeigt, wann der, ja, wenn der mittig zum Ausgang ist. Super. Da habe ich auch 4 bei gewonnen. Dass ich das dann weiß. Können wir so nah rangehen? Klappt das? Ja, wenn wir, ach, wenn wir hier dann langlaufen, dann kommen wir da nicht vernünftig lang. Scheiße! Scheiße, scheiße. Aber eigentlich auch egal. Wir können ja einfach die beiden übereinander laufen lassen und dann ist gut. Und da ist die Wand. Ja, so. Und so. Oh, lässt sich das scheiße erkennen, ey. Das nervt mich doch jetzt schon. So und so. Und hier. Achso, ja. Ich weiß nicht, ob die Ecke da stimmt, aber ich sag einfach mal so und so. So. Dann brauchen wir hier einmal. So, dann muss das hier einmal durchlaufen. Und dann gehst du. Natürlich gehst du nicht. Ach komm, echt jetzt?
Das geht. Okay, das ist komisch, aber okay. Damit kann ich leben. Es macht überhaupt keinen Sinn, das so zu bauen, aber... Warum nicht? So, dann haben wir das mit den Ausgängen schon mal, mit den Eingängen schon mal. Zap, zarab. Wie sieht das aus? Scheiße sieht das aus. Das hier. Toll. Toll, dass das so scheiße ist. Ab und zu braucht man diese kleinen Scheißdinge tatsächlich nochmal, ne? Ach komm. Ey. Frickel, Frickel, Frickel. So, du gehst dahin. Und du gehst dahin. Haben wir einmal Kohle. Einmal Eisen, das wir hier noch irgendwie ranbringen müssen. Wie auch immer. Wahrscheinlich mit einem Splitter. Wie machen wir das? Das sieht erstmal gerade aus. Ist auch gerade sehr schön. Damit wir hier erstmal ungefähr die Flucht haben. Das ist der linke, dann ist der... Hier? Ja, ne? Müsste hinkommen. Okay, und dann brauchen wir einmal Eisen, einmal Kohle. Snap, snap. Einmal Eisen. Ja, ja, komm. Nerv mich mal noch. Mach ich halt von hier. Leck mich doch. So, da haben wir das Eisen und da haben wir die Kohle. So, dann kann der Scheiß hier wieder weg. Ach, jetzt habe ich das an dem Falschen gebaut. Scheiße. Was für ein Mist. Naja, gut. Manchmal ist das so. Ja, wenn das leicht versetzt ist. Drauf geschissen. So, jetzt habe ich mich heute erst mit Frank und Phoenix unterhalten. Wie die Dinger setzen und wie das so schön sauber und einfach geht. Und ich werde es wahrscheinlich wieder verkacken. Obwohl das ganz gut aussieht. Sollte das tatsächlich mal hinkommen? Ja. Auf Anhieb. Leck mich fett. Jetzt kommt's, ich habe falsch gemacht. Nein, Eisen und Kohle. Tatsächlich. Sehr schön. Zack, dann kann das hier schon mal voll laufen. Herrlich. Und dann können wir jetzt unsere zwei Konstruktoren hier ranballern, oder? Konstruktor. Der dann wieder direkt dahinter kommt. Können wir eigentlich so mittig machen, oder? Zack. Zack. Ihr sollt produzieren Stahlträger. Braucht 60 die Minute. Die ihr dank unserer netten kleinen Dinger hier auch bekommt. So, machen wir hier einmal einen Splitter. Das ist kein Splitter. Das ist ein Splitter. Ja. Nee, das ist doch doof. Das ist doch doof. Moment, wir setzen die mal nochmal ein nach hinten. Zack. So. Ein so, ein so. Und dann nehme ich die hier, glaube ich, erstmal komplett ab. Mit einem Fusionator. Und teile die dann erst auf. Quasi einmal so. Ne?
Ey, der zeigt mir hier auch den Ausgang nicht sauber an. Das ist doch scheiße, ey. Wenn ich vorne stehe, zeigt er hinten. Wenn ich hinten stehe, zeigt er vorne. Was für ein Blödsinn. So, und das mache ich jetzt tatsächlich nur der Optik halber. Dass ich hier drei Fusionatoren stehen habe. Beziehungsweise Fusionatoren und bla 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 bla. Ihr wisst, was ich meine. So. Einmal so. Und dann machen wir... Dass man das so schlecht erkennen kann, ist ein bisschen doof, ne? Fusionator Splitter. So. Machen wir dann so. Und so. Und so. Tada! Gefällt mir überhaupt nicht. Ich mache es, wie ich es erst gedacht habe. Und ziehe es hier sauber rum. Fusionator Splitter. Zack, von da kommt's. Oh, so wunderbar durcheinander. Herrlich. Zack. Hier sauber ein. Und wo ist der Eingang? Da. Und dann können wir von hier nach da gehen. Das sieht doch besser aus. Von hier nach da. Und, oh, versetzt. Komm schon, ey. So. Ach ja, Markus ist nicht bei der Sache, glaube ich. Fusionator Splitter. So. Jetzt aber. Noch da. Und noch da. Und das machen wir noch gerade hier. Aus Prinzip. Müsste passen. Haben sie hier das Design geändert? Das Gefühl, die sehen ein bisschen anders aus. So. So, und jetzt kriegen die beiden sauber ihren Stuff. Schön. Direkt auf der wunderbaren Natur wird Stahlbeton hergestellt. Ich finde das sehr passend. Finde ich richtig gut. Was sagt die Zeit? 32 Minuten. Und wir haben zumindest den Stahl schon mal fertig hier hinten. Zack. So. Dann muss hier oben noch hin Betonproduktion, ne? Hilft ja alles nichts. Das ist ja zum Glück relativ unkompliziert. Brauche ich sogar noch einen dritten Eingang. Ja, scheiß die Wand an. Kriege ich das hier überhaupt irgendwie hingeknolzt? Ja, oder? Kann dann da oben rüberlaufen. Wie viel Beton brauche ich denn da? Sag mal, hey. Manufaktor. Zack, der kann am Ende hier so quer stehen. Ja. Ja, nö, ja. Ich mag Kekse. So kann er stehen. Und der braucht für Stahlbeton. Ja, für Stahlbetonträger. Zack, 24 und 30. Wir produzieren hier jetzt 30, na immerhin. Und 30 Beton. Wenn ich dich hier mal einmal. Zack, sag mal her. Der produziert 15. Na super. Da brauchen wir ja ganz schön viel. Also zwei. Aber gut. Kriegen wir hier aber auch irgendwie hingedeichselt. Aber der Scheiß muss nochmal weg. Und dann passt das wieder nicht. Ich glaube, ich mache hier einen zweiten Eingang, ein zweites Tor ran. Ach nee, hier wollte ich eigentlich freilassen, ne? Ich setze das da drüber. Mache ich das? Ich weiß es nicht, Leute. Dass hier dann nochmal Beton reinkommt. Der von da unten kommt. Ach du Scheiße. Ach du meine Nase.
Der eigentlich von noch von ganz woanders kommt, weil den da. Na doch. Doch, kann von da kommen. Das ist okay. Krieg ich hier die drei so nah aneinander? Das machen wir jetzt noch. Wisst ihr, da hat das hier auf Anhieb geklappt und dann sind die für den Arsch. Dün, dün, dün. Dann passt das hier wahrscheinlich mit den Platten nicht. Ich sehe das schon kommen. Ich kotze gleich wieder. Gleich kotze ich wieder. Na, komm, reiß den Scheiß weg. Dann so ein Dreifachtor. Zack. Ich sag, das wird nichts. Ich sag, das wird gar nichts. Aber gut. Was haben wir hier? Fusionator, Splitter. Brauchen wir erstmal Eisen, den wir so weit rüber schieben, wie es geht. Da ein. Da ein. Und der kann vielleicht sogar bleiben. Okay, das sieht seltsam aus. Das sieht vor allem falsch aus. Ich glaube, der kann noch ein bisschen rüber. Wie sind da Splitter? Gucken wir doch mal. Zack. Wieso erkenne ich da jetzt die Höhe nicht? Wieso mache ich hier schon wieder Quatsch? Das ist so richtig, oder was? Sag mal, wie kann das denn so täuschen? So, jetzt brauche ich flacher. Jetzt passt's. So. Dann ist der erste. Eisen. Der zweite dummerweise Beton, aber okay. Das sehen wir jetzt mal nicht so eng. Das ist ja erstmal ganz cool. Jetzt müssen wir das hier noch irgendwie wieder ranbringen. Iron to Iron. Wie machen wir das am dümmsten? Zack. Zack. Machen wir es mit so einer Bandhalterung. Ich meine, hier kommt recht klar so ein Ding, ne? Ne, nicht so einer, sondern so einer. Zack. Das da. Das ist ja mal ein Gelumpe. Ein richtiges Gelumpe. Wir gucken mal gerade. Führen das mal dahin. Und dann führen wir eins hier hin. Und dann kommen wir nicht runter. Dann führen wir eins hier hin. Gucken, ob das passt. Nein. Ach komm. So. Und. Wieso passt das denn bitte nicht? Ach komm. Echt jetzt? Na gut. Dann. Gucken wir mal. So passt's. Na seht ihr. Nichts, was nicht geht. Es gibt immer einen Weg. Auch wenn das ein bisschen kompliziert war gerade. So, dann brauchen wir noch zwei Konstruktoren. Bisschen Luft hätte ich da gerne. Und jetzt fehlen mir echt die Kabel. Ach komm schon. Ich will jetzt nicht nochmal losrennen und Kabel kaufen. Kaufen vor allem. Kaufen finde ich richtig gut.
Zack, ich weiß, ich brauche da keinen Splitter. Ich nehme da, will da trotzdem eine haben. Aus Prinzip. So. Dann gehst du dahin. Und danach da. Und danach da. Und hier hinter brauchen wir auch noch Fusionatoren. Scheiß. Krieg ich die da hin? Jetzt baue ich doch wieder so eng an eng. Ich wollte das nicht mehr machen, verdammte Scheiße. Aber das könnte was werden. Kotzgrenze, aber es passt. Zack. Ja, damit kann man da arbeiten. Ist da alles irgendwie machbar. Zack. Dann läuft das da trotzdem noch sauber lang und dann kann das hier rumgeführt werden. Mit einer schicken kleinen Wandhalterung. Weil ich sie neu habe und gerne nutzen möchte. Zack. Zack. Und dann bauen wir hier gleich noch einen hin. Zack. Und ab in Eingang. Passt das? Nee. Passt mir nicht. Ja, okay. Das passt wahrscheinlich auch nicht. Das passt von der Höhe nicht, stimmt's? Ja. Wir nehmen das alles nochmal weg und setzen das ein bisschen höher. Das ist ja nicht das Ding. So. Dann bauen wir die doch hier nach oben. Zack. 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 Bitte komm da hoch. Hier. Sehr schön. Das ist ja Wonne. Zack. Ich glaube, ich setze dich aber noch ein Stückchen nach hinten. So, komm. Genau. Und dann läuft das gerade rüber. Sehr schön. Ach, herrlich. So. Zwei Fusionatoren, die das Ganze hier zusammenbringt. Du gibst das nicht da aus und du danach. Eigentlich wollte ich das ursprünglich auf zwei Etagen bauen, aber das passt erschreckend gut auf eine. Zack. Hier rüber. Und dann. Oh. Ich muss mich mit meinen neuen Shortcuts hier mal noch ein bisschen. Nee, Internet. Michi. Zack, zack. So. Damit haben wir dann auch theoretisch Stahlbeton. Und kaum noch einen Weg, um hier vernünftig durchlaufen zu können. Ja. Der Ratner hat mal wieder eng auf eng gebaut. Und ich würde sagen, stellen wir hier doch noch einen Container hin oder was? Zack, wenn wir schon beim engen Bauen sind, dann bauen wir auch weiter eng. Zack. Und dann ist das doch irgendwie witzig und irgendwie nicht. Zack. Und ich habe ihn natürlich falsch rumgebaut, weil ich so KLUK bin. Sauber. Geht sauber dran. Läuft sauber hoch. Schön. Fertig. So. Wir haben wieder Stahlbeton. Ist das nicht herrlich? Ich glaube, wenn ich fliegen könnte, wäre das mit dem Bauen hier viel einfacher. Aber gut, man kann nicht alles haben. Es steht auf eine ganz seltsame Art und Weise, aber es steht. Eigentlich ist nur, dass das hier so scheiße ranläuft.
den Grund dafür, dass es so affig aussieht. Ich sollte die beiden vielleicht nochmal tauschen. Was mache ich denn? Ohne euch, denn wir haben schon wieder eine Viertelstunde überzogen. Meine Güte. Ich habe da auch ein Händchen für. Ausschweifende Reden, ja. Ausschweifende Reden kann ich auch gut, ja. Ne? Superschurkenfähigkeit würde ich es nennen. So. Wie dem auch sei. Wir haben die nächste Halle stehen. Mehr oder minder. Ne? Die da ist fertig. Ne? Die werden wir nochmal oben ein bisschen schick machen. Vielleicht ziehen wir nochmal ein Dach ein bisschen weiter rüber. Und hier sind wir dann... Was machst du denn noch hier? Hier sind wir dann auch soweit und haben unser kleines Biotop. Da oben bauen wir noch irgendwo eine Tür rein. Eigentlich können wir das... Das machen wir jetzt noch. Das muss noch. Brauchst du gar nicht lachen, so fies lachen da hinten. Ich bin halt so... So verwirrt und... So Sachen. Zack. So, passt das? Ich hoffe, das passt also. Und nochmal hoch und dann sind wir da. Seht ihr? Also ein Gang nach oben. Herrlich. Tür rein und das Leben ist in Ordnung. Hier können wir sogar irgendwie, kommen wir von hier aus sogar überall hin. Herrlich. Und nur weil dieser blöde Baum stehen sollte, ist das hier alles so eng und gedrängt und habt ihr nicht gesehen. Aber naja. Aber ich komme direkt hier auf meinen Container zu und das reicht mir ja eigentlich. Der Scheiß läuft volle Lotte nachher. Muss noch verkabelt werden. Und dann ist die Sache jetzt aber wirklich fertig. So. Ende im Gelände, aus die Maus. Schön, dass ihr dabei wart. Ich mach's schnell. Lasst ein Like da, lasst ein Abo da, lasst einen Kommentar da, bla 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 bla. Bis zum nächsten Mal. Euer Ragnar Bertelsson. Ciao.